kurze Information. Die nächsten Tage wird es erstmal keine News hier auf dem Kanal geben, da ich bei WXW beim Karat-Turnier in Oberhausen bin. Daher bin ich nicht in der Lage, News-Ausgaben aufzunehmen. Ab Montag kommen dann aber vermutlich wieder regelmäßig Wrestling News Deutschland-Ausgaben. Seth Rollins hat nach seiner Knieoperation vor 4 Wochen seit kurzem wieder angefangen im Ring zu trainieren und das ohne Kniebandage. Der Heilungsprozess von Rollins ist bereits wieder sehr weit fortgeschritten und es wird erwartet, dass Rollins definitiv für den SummerSlam dieses Jahr fit wird. Vince McMahon soll NXT nicht wirklich mögen. Laut Vince hat NXT kaum Main-Eventer im Roster, aber auch NXT-Talente haben ihre Zweifel am Main-Roster. Nach Tyler Breeze sind sehr viele NXT-Talente der Meinung, der Aufenthalt bei NXT wäre besser für sie. Der Main-Roster-Aufstieg könnte für viele NXTler frustrierend sein, weswegen viele auch Angst vor ihrer Einsetzung dort haben. New Day soll bei WrestleMania einen ganz speziellen, selbst ausgedachten Entrance bekommen. New Day soll auf 3 Einhörnern zum Ring reiten. Der Special Entrance ist noch nicht genehmigt, die Chancen stehen aber verhältnismäßig gut, dass dieser Einzug von New Day realisiert wird. Aktuell wird ein Comeback von Reigns erst bei der Raw-Episode in 2 Wochen erwartet. Natürlich ist ein Auftritt von Reigns bei der nächsten Raw oder bei Roadblock möglich. Experten gehen aber von einem Comeback bei Raw am 21. März in Pennsylvania aus. Nachdem Lucha Underground Staffel 2 bereits komplett aufgezeichnet wurde, werden noch diesen Monat in 9 Tagen die Aufnahmen zu Staffel 3 von Lucha beginnen. Der iTunes-Stil von Lucha Underground soll übrigens kein Langzeitvertrag sein, stattdessen wollen sie mit Netflix gemeinsame Sache machen. Laut aktuellen Berichten soll der Deal mit Netflix auch sehr weit fortgeschritten sein und eine Zusammenarbeit ist durchaus möglich, vielleicht schon für Staffel 3. WWE bestätigte offiziell, dass WrestleMania 32 kurz davor steht, ausverkauft zu sein. WWE wird also vermutlich mit WrestleMania 32 den Zuschauerrekord für WrestleMania brechen, der zurzeit bei über 90.000 Zuschauern liegt. Ins AT&T Stadium in Dallas, Texas, wo WrestleMania 32 stattfinden wird, gehen ca. 100.000 Zuschauer. Für Roadblock ist nicht auszuschließen, dass Ambrose den WWE-Titel von Triple H gewinnen wird. Es werden derzeit viele Szenarien diskutiert, es könnte sogar ein Fatal 4-Way mit Reigns, Triple H, Brock Lesnar und Dean Ambrose bei WrestleMania entstehen. Eins ist jedoch sicher, und zwar, dass Triple H im Main Event von Mania stehen soll.